Hallo zusammen und willkommen bei Heute auf der Couch. Ich habe es mir auch mal gegönnt, die Clippies von Playtiv aus der Lidl-Filiale. Und es geht ja eh rauf, runter, links, rechts. Es hat ja eh schon jeder angeschaut und alle finden es super. Und keine Ahnung was. Und er sagt, wir haben einmal für die Mädchen wahrscheinlich die Pippi und Tina-Serie und einmal für die Jungs oder auch Mädchen, je nachdem, die Asterix und Obelix-Serie. Ist beides eine Lizenz und es ist beides, wie ich finde, sehr, sehr billig. Also günstig, ne? Muss man dazu sagen. So, das kleine Set hier hat 3 Euro gekostet und das glaube ich 6. 141 Teile, 2 Figuren, 2 Pferde. Bei Asterix Obelix und bei Bibi und Tina haben wir ein Pferd, 81 Teile und ich glaube, das ist Bibi, oder? Ich glaube schon. Steht drauf an der Seite? Hier. Hier. Wir haben Bibi und Sabrina. Jawohl. Ja, ganz kurz noch die Figuren. Bekannt, bestimmt schon tausendfach gesehen. Also relativ einfache, normale Figur. Nichts Besonderes. Man kann sie hinsetzen, man kann sie hinstellen. Nach hinten weg ist sie ein bisschen. Sie ist ein bisschen weich, also. Sonst. Also ich finde, Figuren sind relativ gut gelungen, wie ich finde. Man kann definitiv sofort erkennen, wer es ist. Wenn man weiß, um wen es sich handelt. Also. Wenn man noch nie Asterix Obelix gesehen hat, weiß natürlich nicht, dass das hier Asterix ist. Klar können sie kleiner sein, geht halt nicht. Im Vergleich dazu, ich habe hier eine Lego-Figur. Ich habe hier eine alte von, wie heißt der? Human. Und ich habe die Figur. Und also ich bin schon der Meinung, man erkennt einen Unterschied. Die hier ist ein bisschen größer, der Korpus ist ein bisschen anders. Die Beine sind zusammen, das heißt, man kann sie nicht laufen lassen. Ja, also das man merkt schon, also das hier ist. Hier braucht man ein wenig weniger Druck, hier braucht man relativ viel Druck. Und das hier ist ja. Hatschi! Also, egal, wir wollen über die Figuren lästern. Zum Spielen reichen sie einmal frei. Es ist auch ein Zubehör dabei, hier ein Schwert. Und bei Bibi und Tina ist es eine Bürste. Es hat zwei Gründe, warum ich genau dieses jetzt rausgenommen habe. Erstens, ich fand es jetzt sau cool. Es sagt, 2 Pferde, 2 Figuren, 140 Teile. Hat, wenn man so mit Lego vergleicht, glaube ich, sind wir so im 20-Euro-Bereich ungefähr. Man sieht es ja beim Battleback mit den 3 Troopern und dem Obertrooper. Ich habe jetzt leider keine Ahnung, wie die heißen. Kommt auch so ungefähr hier, teilemäßig auch, glaube ich. Sind wir bei 20 Euro, hier sind wir bei 6. Und da drüben Bibi und Tina, ist auch 3 Euro, 81 Teile, 2 Teile, 2 Figuren, wenn man so sagen darf. Wenn man bei Lego bei 10er. Nur so im Vergleich. Ja, jetzt ganz kurz. Die Karotte ist runtergefallen. Das Pferd ist super. Das kommt auch so im Stück. Also man muss es nicht zusammenbauen wie bei anderen Herstellern. Schaut auch relativ gut aus. Also mir gefällt es. Hätte es noch cool gefunden, wenn ihr so ein Zaumzeug wissen wäre, beziehungsweise hier noch Füllmaterial. Nur, dass man den Sattel abnehmen kann und dann ein Brick und eine Plate oder und ein Teil und dann wäre das soweit. Das hier ist der Waschsalon fürs Pferd. Ist relativ cool gemacht, ist putzig, ist auch stabil. Also die Teile halten Vorführeffekt. Ne? Aber wenn man Schraubstücke als Hände hat, dann ist das halt einfach so. Also die halten super, also da ist gar nichts. So, das hier ist so Lösung auf Lego-Niveau, blaues Teil unten drin, kommt da schließlich Wasser raus. Und Fokus aussetzt. Dann hier oben die Dusche. Also ich finde es ist in Ordnung. Für 3 Euro ist das super. Und ich glaube, das ist genau das, was sie richtig gemacht haben. Weil, gut, Bibi und Tina ist jetzt allzeit bekannt für Mädchen wahrscheinlich eher Hörbücher, Bücher, Serie. Und Asterix und Obelix, das ist etwas, das wir als Kinder schon geschaut haben, das unsere Eltern als Kinder schon mit uns geschaut haben, die jetzt Oma und Opa zum Teil sind, das wir jetzt noch mit unseren Kindern zum Teil anschauen, ich meine die alten Zeichentrickfilme vielleicht, beziehungsweise
Ich habe gerade Blut, ne? So. Beziehungsweise die zeigen sich dann die neuen Filme. Und man läuft da vorbei, man sieht das Ganze, denkt sich, hey, das kenne ich, Bausteine, hab 6 Euro, das tut niemandem weh. Wenn es kacke ist, ist kacke. Wenn es super ist, haben die Kinder was zum Spielen. So. Und zum Thema Kacke. So. Prinzipiell alles super, muss man gleich sagen. Ne? Also wirklich stabil, alles schön, alles ehrlich. Tut kein weh, das ganze Zeug ist super. Die, sagt man, wir kennen die Figuren, man kann damit spielen. Es ist alles super. Ich habe jetzt aber auch noch den Wagen genommen, weil so ein Wagen meistens das Fragilste ist, was es gibt. Und es trifft leider ein wenig zu, wie ich finde. Haben wir eine Lenkung drin, die ist auch in Ordnung. Das aber. Und das ist das, was mich wirklich stört. Ich bin der Meinung, es hätte eine Blade gut getan oben drin, noch oder zwei. Weil wenn man das wirklich mal in die Hand nimmt und wenn durch die Gegend sägt, das kracht einen jedes Mal weg. Und ich finde das sehr, sehr schade, weil der sonst wirklich super ist. Aber das hier außen, das ist so etwas, wo ich sage, das scheitert bei mir. Und ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Die sind sehr, sehr, sehr dünn. Das heißt, man kann dort Licht durchsehen. Jetzt sieht man es hier, ne? Da. Da sieht man es. Und das finde ich auch ein bisschen schade. Gut, sagt, da sieht man es gut, ne? Gut, sagt, was will ich für 6 Euro erwarten? Für 6 Euro bekomme ich mehr, als ich eigentlich erwartet habe. Und das ist das Positive dran. Und ob es dann mit 10 Euro besser wäre, ist die andere Frage. Wobei ich denke immer noch, für 10 Euro hätte es wahrscheinlich auch jemand mitgenommen. Aber für 6 Euro, das ist wirklich das. Das ist so ein Hemmungsbrecher. Man kennt es als Kind, man kennt es als Vater, man kennt es als Mutter, man kennt es als Oma, als Opa. Ich laufe durch den Lidl, ich sehe das und denke mir, ach, das wäre was für ein Enkel. Ich nehme das mit und weil ich noch eine Enkelin habe, denke ich mir, damit die nicht leer ausgeht, packe ich mir auch noch Bibi und Tina mit ein. Und schon hast du ein komplettes Paket. Du zahlst dafür 12 Euro, 20 Euro, je nachdem, was du mitnimmst. Die Kinder freuen sich, haben was zum Spielen. Und die Hemmung ist gebrochen, mal was zu kaufen, das nicht Lego ist. Und das ist eigentlich ist es ein gutes Ding, eine gute Strategie, wie ich finde. Ja. Es sind sehr viele Aufkleber drin, die hier braun sein können, wie ich finde. Und ich finde es auch schade, das muss ich auch wieder sagen, man sieht es jetzt hier. 1, 4, 1, warum ist das K6er? Also das weiß ich nicht. Ja, es ist halt trotzdem eine Metalle runtersparen. Die Anleitungen finde ich gut. Vor allem, weil halt da irgendwas vorangeht an den Dingen. Die in den Kleinen ist ein bisschen arg klein, wie ich finde. Also das ist schon sehr Mikro. Aber so, das sind 1, 2, 3, 4, 5 Teile mal drauf und du sagst, jawohl, da und da. Und es funktioniert. Und nicht wieder ein Teil pro Seite. Das heißt, wenn man sowas hat mit 81 Teilen, dann kommt man auf sowas hier. Und ich bin mir sicher, sowas kann ein 5-Jähriger bauen. Ich konnte es als Kind auch. Und ich hatte keine Teile zusammen, sucht die Liste mit dran. Ich finde, die Anleitungen sind wirklich klasse. Das kann man ein Kind geben. Definitiv. Auch eine Teileliste mit unten dran. 14 Stück von denen hier ist super. Also ich finde es ein gutes Set und so als Hemmungsbrecher finde ich es natürlich noch viel, viel besser, wenn ich ehrlich bin. Damit Leute vielleicht auch mal merken, es gibt andere Sachen, die nicht schlecht sind, sondern halt auch gut. Das hier sind die Fischlis. Sind ein bisschen anders aufgebaut wie die Lego Fischlis. Die bleiben auch stehen, wenn man die hinstellt. Der Fokus wieder weg. Ja, also die kann man so hinstellen. Jetzt habe ich kurz gerade irgendwo ein Lego-Fischli hab. Habe ich leider nicht. Ja, was soll ich sagen? Es haben eh schon alle gesagt, das Zeug ist gut, das Material ist gut, die Bauteile sind gut, die Anleitungen sind gut, die Männchen sind in Ordnung. Es funktioniert, rollt sogar gut, obwohl es eigentlich nur irgendwelche
Teller sind, die man oben drauf machen kann. Es ist ein Ort, es ist ein Set, die sind in Ordnung. Ich persönlich wollte noch Obelix Haus haben, weil ich das total klasse fand, weil es Farben sind, die man jederzeit weiterverwenden kann. Grau, braun, das Dach dazu. Bei Obelix Hütte weiß ich, bei Asterix Hütte ist mit dem ganzen Gelb, das ist jetzt nicht so meins. Aber so als Teilespender fand ich Obelix Hütte klasse. Und ich habe es leider nicht bekommen, das war bei uns ratzfatz ausverkauft. Ja, Bayern halt. Und online kriegt man eh nichts mehr her. Aber für mich ist sowas ein Beweis, dass man auch ein Lizenzset mit Aufklebern, wie auch andere Hersteller machen, ernsthaft billiger machen kann. Ernsthaft günstiger machen kann, herstellen. Es ist ja nicht so, dass irgendwas wegspart ist oder dass es nicht weiß, was es ist. Es ist einfach günstig. Und das war's. Und das Ding hier, das gefällt mir vor allem ganz gut. Vor allem diese goldenen Teile hier, das ist... Ich denke, das wird man demnächst irgendwo wieder sehen. Na, Fokus, mag jetzt. Na, eine kleine Dusche in Gold. Finde ich klasse. Gefällt mir. Sagt er zum Pferd und eine Figur. 3 €. Dann gibt es noch ein paar andere dazu. Aber, sagt, ich habe jetzt nur die. Ich habe leider auch nur die bekommen. Muss ich erst sagen. Aber ich war froh, dass es die Kutsche war. Weil mir die dann doch mit diesem Fokus, mit dem hier, sagt, eine Plate hätte dem Ganzen noch gut getan. Aber zum Spielen reicht. Definitiv. Weil es sind ja auch Spielsets. So, vielen Dank. Ah ja, falls ihr es bis zum Schluss schaut, kauft das Zeug nicht überteuert auf eBay oder auf keine Ahnung was. Wartet ab. Es gibt es wieder, hundertprozentig. Und es gibt vielleicht noch anderes und neuere und bessere und keine Ahnung, schönere. Vielleicht kosten sie irgendwann mal 1 € mehr. Weil Lidl ist ja auch nicht blöd. Aber kauft das Zeug nicht überteuert für 12, 13, 14 Euro für das Teil hier. Das ist es nicht wert. Definitiv nicht. Da kauft lieber Lego. Ist so. Kauft dann lieber ein Battleback von Lego oder keine Ahnung was, bevor der auf eBay 15 Euro für das bezahlt. Das war's noch. Jo. Vielen Dank und auf Wiedersehen.